So, ihr Lumpis da draußen, willkommen zurück zu Going Medieval, der Closed Beta. Und wir machen weiter hier mit Ausprobieren und Tun und Machen. So, wie ich sehe, kriegen die das jetzt hier hin? Die kriegen das hier jetzt hin. Das heißt, der könnte doch bestimmt jetzt auch ein Dach bauen, oder? Komm schon. Zumindest ist es noch nicht rot. Was schon mal gut ist. Das heißt, es könnte sein, dass ihr das Dach fertig kriegt. Und wir gucken jetzt mal hier nach dem... lass mal die Layer runter machen hier so. Oh, zu weit. Nach dem Keller. Das scheint nämlich auch zu funktionieren. Wobei das hier blöd aussieht, finde ich. Sie schaufeln sich hier auf jeden Fall einen ab, um das hier zu unterkellern. So, haben wir denn genug Research? Gucken wir gerade mal. 220 hier, da können wir uns irgendwas aussuchen. Entweder Klamotten, kann ja nicht schaden. Ne? Wir können aber auch ein Smokehouse. Okay, also ein Smoker. Könnten wir da bauen. Oh, das ist natürlich super. Ich denke, das machen wir. Ne? Limestone. Denn hier können wir ein Bett machen. Okay. Oder Clay Bricks. Defensive Construction. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ach, ich kann mich nicht entscheiden. Smelting. Okay, da können wir Gold und Eisen machen. Und... hier können wir bessere Waffen machen. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal das da. Und dann als nächstes sehen wir weiter. Da brauchen wir jetzt diese Stonemason Bench. Also den Steinmetz sozusagen. So, theoretisch können wir den doch in den Keller machen. Oder wir setzen ihn auch hier irgendwo hin. Ne, hier passt er aber nicht mehr hin, ne? Nee. Da würde ich sagen, das wird der Keller. Jetzt kann ich hier aber nicht weiter runter. Das finde ich jetzt blöd, weil hier sehe ich ja jetzt nicht wirklich, wo der Keller ist. Ne? Wenn ich die Wände wegnehme, das Dach wegnehme, das hilft mir alles nichts. So, und wenn ich jetzt denen sage, hier mein... Gut, ich kann ihnen sagen, unterkellert mir das. Das heißt, ich mache so und so. Hier sieht man halt leider die Wände nicht so wirklich. Also ich sehe, dass ich jetzt tiefer bin. So sehe ich gar nichts mehr davon. Aber die sollen das jetzt halt einfach mal machen. Und dann bauen wir die das Ding in den Boden. So, was hast du denn jetzt gemacht hier oben? Ja, die baut jetzt hier noch die Decke aus. Und dann tun sie Schippen durch den Boden durch. Sehe ich das richtig? Da ist ja eigentlich noch Holzboden. Oder sind da jetzt Löcher? Nee, da ist noch Holzboden, oder? Man sieht's nicht. Doch, da ist doch hier noch irgendwas drüber. Hier. Genau. Okay. Ja, so mit der Übersicht. Da hapert's noch. So, das heißt aber, wir müssen hier ja auch einen... Eingang bauen zum Keller hin. Machen wir mal so und wir machen mal auf schnelle Geschwindigkeit. Wir wollen ja so viel wie möglich ausprobieren. Und da müssen die halt jetzt hier ein bisschen... Oh, der Mining Skill ist hochgegangen. Ja, wunderbar. Construction failed. Okay. Auch das Dach wollen sie irgendwie nicht bauen. Denen fehlt halt Heu, ne? Wobei hier hinten ist doch Heu. Nee, das braucht noch ein bisschen, bis wieder da ist. Aber hier ist ganz viel Heu. Und hier wollen sie noch das hier.
Plant, wir können Harvest machen, oder? So. So, der Phil ist nur am Pennen hier. Mann, Phil. Nambla hat nichts zu tun, das glaube ich nicht. Der ist einfach nur. Der ist einfach nur am Ausruhen sich ein bisschen, oder? Hier und sie tut natürlich irgendwas harvesten. Hier haben wir Heu. Hier ist auch überall Heu. Trotzdem geht's nicht mit dem. Die Villager are starving. Wieso, Phil? Was hast du denn für ein Problem? Food minus 1. Warum holst du dir nicht einfach was zu essen? Weil hier nichts ist. Da ist doch Essen. Phil? Warum isst du nichts? Mein guter Freund, hier. Muss ich das verstehen? Er schläft. So, die sind alle hungrig. Wieso kommen die jetzt da nicht mehr raus? Oder was ist jetzt da los? Was ist jetzt das Problem? Hier liegt jetzt Zeug rum. Phil, räum das doch mal weg. Nee, geht nicht. Ist das das Problem oder was? Dass das hier rumliegt? Kannst du das hier wegräumen? Weil du kannst ja auch was essen. Kann ich das irgendwie dem. Ja, hier, der kommt hier nicht durch, ne? Weil das hier im Weg liegt. So, das ganze Clay. Können wir das mal wegräumen? Bitte? Hier ist doch auch. Oder ist. Nee, es zählt ja nicht als Waste. Was mal auf, wir machen einfach im zweiten Stock auch eine Zone. Hierhin, wo ihr einfach das Clay hinräumt. Vielleicht geht das dann. Hier Default Stockpile. Wir machen es mal so. Und wir sagen mal hier bitte. Clay. So. Macht ihr das jetzt? Nee. Doch. Nambla hat irgendwas getan, oder? Nee, Nambla macht's. Hä? Mal, Nambla macht irgendwas hier. Aber geht wieder hoch. Ist hier jetzt vielleicht der Boden doch weg? Dass sie hier nicht mehr laufen können? Weil hier jetzt plötzlich. Aber man sieht. Ich sehe es halt einfach nicht, ne? Man sieht's einfach nicht. So sieht man es schon dreimal nicht. Aber hier ist doch noch Boden. Hier ist doch alles gut, eigentlich. Oder seh ich hier irgendwie falsch den Boden? Nee. Oh. Also, das ist ein bisschen fummelig so. Hier hat er auf jeden Fall mal irgendwas hingeräumt. Der Gute. So, hier ist. Da ist Boden. Da ist Boden. Und da ist. Da ist die Tür, also Phil. Ja, die verhungern jetzt, aber warum? Ich verstehe es nicht, warum. Sie kommt auch nicht mehr hoch. So, Phil steht jetzt einfach nur hier rum. Ich kann dem auch nicht jetzt befehlen, dass er da irgendwas macht. Ich kann ihm sagen, hier, geh mal dahin. Nee, kann ich nicht, ne? Kann ihm nichts befehlen, dem Phil. Ich verstehe es jetzt gerade nicht, was das Problem ist. Ist das Problem jetzt dieser Keller, dass die da jetzt nicht mehr durchlaufen können? Oder ist das Problem, dass da jetzt die Sachen liegen? Oder. Ich kann Phil nichts befehlen, der steht einfach nur da und verhungert. Ja. Ja, müssen wir da jetzt zuschauen, wie der verhungert. Ich kann es irgendwie nicht ändern. Wir können ihr sagen, vielleicht als Job,
Howl als highest priority. Vielleicht räumt sie dann die Sachen da weg. Machen wir den halt einfach auch. Aber ansonsten kann ich mir nicht erklären. Also hier sieht es so aus, als ob hier nichts mehr wäre. Aber die Sachen, die hängen ja nicht in der Luft. Und so sieht man gar nichts davon. So sieht man das hier auf jeden Fall noch. Darf ich nur nicht bewegen. Da sieht man auf jeden Fall das hier noch. Boden ist und hier auch. Also ich verstehe nicht, warum die jetzt nicht hier runterlaufen. Mal gucken, wie lange die brauchen, bis die sterben. Sie liegt jetzt hier draußen schön gemütlich hier im Lehm rum. Komisch. Vielleicht habt ihr eine Ahnung, was hier los ist. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber wie gesagt, es ist... Oh, das ist verrottet. Das ist eine Open Beta. Das heißt, Phil verliert schon langsam. Ich kann über sie. Aggressive. No, no, no. Wir wollen ihn nicht. Verbannen. Ja. Ja, was tun, ne? Wir müssen jetzt warten, bis sie wieder aufwacht und dann hoffen, dass ja, sie die Sachen wegräumt. Und das finde ich auch so ein bisschen seltsam. Also die schnellste Zeit, aber ich habe das Gefühl, die Zeit geht nicht wirklich schnell. Also, bis hier mal eine Stunde rum ist. Oh, jetzt ist sie aufgewacht. Was macht sie jetzt? Erstmal was essen. So, und dann bitte hier, genau, die räumt hier alles schön weg. Was sie kann, aber die soll da drinnen mal die Sachen noch wegräumen. Macht sie jetzt erstmal hier draußen. Ist auch nicht so schlimm. Solange du. Nee. Versuch's doch mal hier drin. Ist die Tür irgendwie zu vielleicht? Oder. Oh, no worker. Nee, nee, nee. Die Tür ist gut noch, oder? Ich sehe jetzt nicht, dass die irgendwie nicht funktioniert. So, die sucht jetzt hier alles zusammen. Die Jungs da oben machen irgendwie gar nichts. Namla schläft und schläft und Phil verhungert langsam. Namla fängt jetzt auch schon an mit Verhungern. Und wir wissen nicht warum. Wir wissen nicht wieso. Zumindest ich nicht. Wir können einfach nur zugucken. Ah, Phil hat sich jetzt auch mal hier hingelegt. Die gute Frau da draußen, die holt von überall her Sachen. Nur nicht die da drin. Also ich glaube, die weiß auch nicht, ob es da hier dran liegt. Vielleicht, oder hier dran, vielleicht ist hier ist ja schon irgend. Ah! Hier ist ja schon irgendwas. Oh Gott. Ist da vielleicht jetzt kein. Vielleicht geht es auch nicht mit dem Unterkellern, ne? Vielleicht geht es auch nicht mit dem Unterkellern. Wir können mal das abbrechen. So, hier drüben auch. Und sagen, okay, mach uns mal hier noch eine Tür rein. Vielleicht hilft das. Tür. So. Und dann sagen wir dir, Construct ist noch mal higher. Wir werden sehen. Vielleicht liegt es daran, dass hier irgendwie jetzt da ein Problem ist mit dem Boden. Ich meine, es müsste ja theoretisch da das sein. Wo gehst du denn hin? Achso, du brauchst erst noch Holz für die Tür. Ja, dann gucken wir mal.
Und jetzt? Getting resources for construction. Okay. Ah, guck an. Ach, jetzt läufst du hier runter und dann durch diese Tür. Was soll der Mist? Was? Habt ihr gesehen, der ist durch diese Tür gelaufen und der auch jetzt, wo ich da eine Tür gebaut habe. Und da ist er gleich wieder umgefallen, der Phil. Da ist er gleich wieder umgefallen. Wir brauchen auf jeden Fall Essen jetzt. Das ist klar. Deswegen kommen hier, das können wir doch mal handeln. Und nee, Harvest. Hier nochmal das ganze Zeug. Und hier. Und hier sind auch Beeren. Wir brauchen ganz dringend Beeren. Ja. So. Nö, klar, oder? Das muss man jetzt nicht verstehen, was hier passiert ist. Ist auch gespannt, ob die wieder nach reinkommen, weil wieso liegt er jetzt hier? Hat er denn jetzt wenigstens was gegessen? Er hat was gegessen. Phil hat was gegessen und Nambla hat auch was gegessen. Okay. Na, immerhin. Also die verhungern hier vor leeren Tellern. Quatsch, vor vollen Tellern. Nicht vor leeren Tellern. So, und dann wird hier geschlafen und Nambla ist hier am Sachen besorgen. Gut, denn mit dem Keller, dann lassen wir das wohl mal, hä? Aber vielleicht können wir da noch eine Nummer tiefer graben. Das will ich jetzt aber ausprobieren hier, wenn wir hier meinen noch die Sachen. Dann tun wir nicht hier drunter, also gehen wir noch eine Nummer tiefer, ne? Dann wird das hier sozusagen der, die das, nee, stopp. So nicht. Hallo? Ach, guck mal, jetzt habe ich das schon hier tiefer gemacht, wollte ich gar nicht. So. Ich will hier das Treppenhaus haben. So. Ja, man sieht, es gibt hier schon noch den einen oder anderen Bug, aber es ist ja auch eine Beta. Ne? So, wie sieht's denn aus hiermit? Das geht noch ein bisschen. Das hier ist bald fertig. Das ist fertig, oder? Die Karotten. Wobei er harvestet hier auch Ressourcen. Und das hier will irgendwie keiner machen, das Essen. Nambla ist wieder der Einzige, der hier irgendwas ackert. Also ich finde die Schlafphasen beziehungsweise also die Zeit vergeht auf der schnellsten Stufe relativ langsam, würde ich sagen. Ach, guck mal hier, Phil ist aufgestanden. Wo ist denn die Anna eigentlich? Die liegt hier. Und die liegt da, weil warum? Kann die hier nicht hin, oder? Man weiß es halt einfach nicht, ne? Auch das Dach. Ich habe keine Ahnung, warum das Dach nicht gebaut wird. So, jetzt ist Nambla schon wieder am Schlafen. Mitten hier drin. Also irgendwas mit dieser. Ich verstehe es nicht. Kann man das auch wieder auffüllen? Also, ich glaube nicht, ne? Also, warum holen die jetzt den Clay da nicht ab? Wir gucken gerade mal, wie viele Research-Punkte. Nee, haben wir nicht genug. Warum holen die das hier nicht ab? Und das hier und das hier. Ja gut, wenn man das denen sagen könnte, hier, holt das mal. So, jetzt wird hier auch mal ein bisschen geerntet. Die gehen gar nicht mehr ins Haus, ne? Habe ich das Gefühl. Gut, die Tür ist natürlich auch blöd. Wir bauen doch mal eine Tür. Nur so aus Spaß. Hier drüben hin. So, dass die auch theoretisch reinkommen würden. Hier können sie reinkommen. Genau, und dann gucken wir mal. Guck, jetzt latschst du hier. Jetzt latschst du wieder hier durch und baut hier eine Tür hin. Aber nach oben, die Treppe hoch, geht keiner. Ja gut, ich muss es ja nicht verstehen, ne? Keiner muss es verstehen. Es ist eine Open Beta, da geht alles schief, kann alles schief gehen.
Und wir sind ja hier zum Ausprobieren. Und morgen probieren wir noch weiteres Zeug aus, was vielleicht nicht funktioniert oder vielleicht auch doch funktioniert. Wir werden sehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr da dabei seid. Ansonsten, Leute, macht's gut. Bis dann.